für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Mein Sucht macht dicht. Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Bed Wars auf dem Minesucht.net Server. Und die, die aktiv auf Minesucht spielen und die sozialen Kanäle von Minesucht auch im Blick behalten, werden es schon mitbekommen haben. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Minesucht macht dicht. Minesucht schließt, und zwar tut Minesucht am 31. Oktober, das ist Halloween, seine Türen zuschließen. Der Grund dafür ist, der Server ist seit circa einem Jahr, glaube ich, in den roten Zahlen und der Server finanziert sich nicht mehr. Das Ganze wurde dann immer so mit Geld noch am Leben gehalten, aber das soll jetzt auch nicht mehr passieren. Und ist ja schade, das heißt, ich werde mir in Zukunft einen neuen, oh Gott, neuen Server zum Aufnehmen suchen. Ich habe jetzt nicht wirklich Bock auf Gomme, weil da Skywars und Bedwars, okay, Bedwars geht vielleicht noch, aber Skywars habe ich jetzt da nicht so Bock drauf. Ich habe vorhin gespielt, es spielen da halt wirklich nur Sweater, ne? Es macht, also mir macht es da nicht wirklich Bock. Ihr könnt mir mal auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gute, etwas kleinere, aber auch nicht zu kleinere Server kennt, auf dem man gut aufnehmen könnte. Ach komm schon, als ob ich so einen Block zu weit unten war. Das ist übrigens hier ein Dude, den ich gerade zufällig hier getroffen habe. Wollte schon Skywars aufnehmen, aber die Leute gingen dann zu schnell raus und dann hat sich die Runde nicht gefüllt. Ja, super. Und jetzt muss ich mal hier. So, jetzt kannst du mich nicht mehr runterkicken. Jetzt holen wir hier schon, dass ich das Ding für mich gewinne. Okay. Gewonnen. GG. Wow. Ja, ich bin halt einfach krass, ne? Meiner Meinung nach sind jetzt auch nicht unbedingt die Spieler der Grund für die Schließung. Und zwar, ja, es kam schon wirklich sehr wenig von Minesucht auf YouTube. Vor allen Dingen von großen Kanälen. Ich bin ja jetzt auch nicht der größte Kanal mit der größten Reichweite. Abge und Flo haben ja jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich, ich habe da kein Video von denen auf Minesucht gesehen. Und wenn da halt nicht jetzt direkt ein größerer YouTuber dafür Werbung macht, dann kommen eben auch nicht so viele Spieler drauf. In letzter Zeit sind auch sehr viele Gold Plus gekommen und gegangen, weil diese mittelmäßig aktiv waren oder mal gar keine Videos hochgeladen haben. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber okay. Moment mal. Ah, oh nein. Ist okay, er fliegt auch runter. Sehr gut. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Gold-Plus-Leute, die langfristig mal ihren Rang gehalten haben. Ich mache ja auch aktiv Content. Aber da gibt es ja so... Ja, ich wusste, dass er es macht. Ich war zu langsam. Ja gut, vielleicht sollte ich das nächste Mal mein Handy hier mal auf stumm stellen. So. Ja, was machst du denn jetzt?
Okay, hab ihn, sehr schön. Okay, der spielt nicht schlecht, aber ich muss mich hier trotzdem mal ein bisschen ranhalten. Ey, der kommt schon wieder angerannt. Das gibt's ja nicht. Nein! OMG. Ich bin einfach in diesem Teil da reingefallen. Oh nee, also so blöd kann man doch nicht sein. Das war auch ein kurzes Infovideo. Es werden in Zukunft natürlich noch, solange der Server online ist, natürlich noch weitere Videos folgen, bis der Server offline geht. Es wird auf, denke ich mal, noch ein Best-of kommen. Da muss ich mal schauen, wann ich die Zeit dazu finde, das zu cutten. Und ja, ist leider traurige Wahrheit, dass mein Soft schließen wird. Ich war von Anfang an dabei. Aber wie man auch an den Spielerzahlen sehen kann, es spielen auch nicht mehr wirklich viele Leute drauf. Es ist auch gerade Sommer. Die Leute sitzen nicht mehr so lang, so viel zu Hause. Im Winter ist immer alles mehr besucht hier online. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.